erzähle eine Andacht, die von Claudia Roth geschrieben ist. Der Titel ist »Bin ich schön?« 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Stöhnend liege ich auf dem Bett, ziehe den Bauch noch ein paar Millimeter ein und versuche, den Reißverschluss meiner Jeans zu schließen. Dann hüpfe ich auf Strümpfen vor unseren großen Flurspiegel und betrachte kritisch mein Äußeres. Nie bin ich ganz zufrieden. Prüfend drehe und wende ich mich. Da ist doch eine kleine Falte am Bauch, oder? Mein Hintern ist auch viel zu flach und da kommt da etwa ein roter Pickel an meinem Kinn? Eine Studie zeigt, dass in Deutschland nahezu jeder Zweite mit seinem Körper unzufrieden ist. Vor 25 Jahren war es nur jeder Vierte. An welchen Werten messen wir uns? Wollen wir ein Aussehen wie Sandra Bullock, die 2015 zur schönsten Frau der Welt gekürt worden ist? Haare wie Megan Fox? Ein Hintern wie Jennifer Lopez oder die langen Beine von Cameron Diaz? Machen wir uns bewusst, dass viele unserer Vorbilder auf Medikamente oder die Chirurgie zurückgreifen, weil ein schöner Körper aus eigener Anstrengung heraus nicht mehr zu erreichen ist? Für sie ist Schönheit käuflich und ihr Körper scheint einer Maschine zu gleichen, bei der man kaputte oder störende Teile einfach so ersetzen kann. Gefällt uns eine äußerlich perfekte Frau, die Arroganz und Kälte ausstrahlt? Kürzlich fiel mir ein altes Mütterchen ins Auge. Ihr Gesicht war von Lachfalten durchzogen, die grauen Haare zum Knoten aufgetürmt, der alte Kittel schlackerte um ihre dünnen Beine. Aber ihre Augen leuchteten mit dem kleinen Jungen an ihrer Hand um die Wette. Ich schaute ihr ganz gebannt zu, mein Herz wurde erwärmt. Ist das nicht auch Schönheit? Du darfst dir bewusst machen, dass du ein von Gott gewolltes und geliebtes Geschöpf bist. Er hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 1. Mose 1, Vers 3. Wenn du schön sein willst, musst du nicht leiden, denn in Gottes Augen bist du es bereits. Du brauchst keine Operation, um dein Selbstwertgefühl anzuheben. Du darfst dich selbst annehmen und ein positives Bild von deinem eigenen Körper entwickeln. Denn wahre Schönheit kommt von Gott. Äußerliche Schönheit zerfällt, aber die innerliche Schönheit unseres Charakters kann wachsen, wenn wir uns die Früchte des Geistes aneignen. Welche sind? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Glauben, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dann werden wir eine Schönheit ausstrahlen, an der kein Mensch vorbeigehen kann.